فلا تدعون المصطفى وادع قادرا بكاف ونون منه همك ينجلي هو الله رب الكون والكون عبده فلا تسألن العبد والله فاسألي هو الله مولانا له الملك وحده وليس لغير الله حبات خردل. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد دام في دي تسات نوتسن بارك الله فيكم جزاكم الله خير في دم فيها ضايتا يصمل مت دم عقيدة بوخ anfangen und zwar wir waren bei Frage 17 Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan und zwar ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. Was sind die drei Grundlagen, die der Mensch lernen sollte oder kennen sollte? معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. Was sollte man kennen? Das sind die drei Themen, und zwar erstmal Kenntnis über Allah, Kenntnis über die Religion und Kenntnis über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das sind natürlich die wichtigsten Grundlagen. Der Islam, barakallahu fikum, sagt man, wenn wir den Islam schnell erklären wollen, dann ist das so einfach, dass man sagt, Allah hat uns erschaffen, Allah hat uns versorgt, Allah hat uns Propheten gesandt, der Propheten gesandt allgemein und der letzte Prophet ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir praktizieren das, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, und wir folgen dabei dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, indem wir den Islam mit Beweisen praktizieren. Das ist unsere Religion. Es gibt nicht mehr, nicht weniger in diesem Zusammenhang. Deshalb diese Grundlagen sind die wichtigsten Grundlagen und jeder Muslim muss diese Grundlagen haben, damit der Muslim den Islam richtig praktizieren kann und ein richtiger Diener wird. So, barakallahu fikum, sagt man noch hin. Er sagte, Kenntnis über eine Sache. Und dieses Kenntnis kommt immer, nachdem man denkt und nachdem man sucht. Und das ist spezifischer als Wissen. In der arabischen Sprache, Al-Ma'rifa ist spezifischer als Wissen. Wissen ist allgemeiner. Und Ma'rifa ist spezifischer. Und deshalb, man sagt nicht, jemand weiß im Arabischen, man sagt nicht Ya'lamullah, sondern Ya'rifullah. Da nutzt man das Wort Kenntnis. Jemand kennt Allah. Da sagt man nicht, jemand weiß Allah. In der arabischen Sprache. Und Barakallahu fikum, deshalb, diese Kenntnis sollte nach Einsicht, nach Suche sein und nach Belegen und Beweisen, und dagegen ist natürlich Verleugnen. Das heißt, entweder man hat Kenntnis oder man hat Unkenntnis, das ist eher in der arabischen Sprache Verleugnen. Und deshalb, barakallahu fikum, die erste Grundlage ist für uns die Frage 18. Und zwar, man Rabbuk. Das, wer ist dein Herr? Wer ist dein Herr? Rabbi Allah, alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bin'imatihi. وهو معبودي ليس لي معبود سواه. Das bedeutet, wer ist dein Herr, mein Herr,
ist derjenige, der natürlich Rabbi, ihr müsst aufpassen, Barakallahu fikum, Rabbi ist in der deutschen Sprache, man sagt der Herr oder der Gott. Aber in der arabischen Sprache, das hat eine andere Bedeutung auch. Das kommt von Terbiya. Terbiya, das ist sozusagen erziehen und das ist wachsen. Das ist wachsen. Das heißt, mein Herr ist derjenige, der mich und alle Welten mit seinen Gaben wachsen ließ. Und er ist mein Angebeteter und ich habe keinen Angebeteten außer ihm, subhanahu wa ta'ala. Das ist das Wort Rabb. Ar-Rabb, das haben wir voriges Mal erklärt. Ar-Rabb, der Herr, ist derjenige, der erschaffen hat, der versorgt und der alles plant. Und man muss ihn allein und einzig anbeten. Was ist der Beweis? Die Frage 19. Was ist der Beweis? Der Beweis ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles außer Allah ist Welt. Und wir, oder ich und du, wir sind ein Teil von diesen Welten. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd, das hat Dankbarkeit und Lob zusammen. Lobpreisung und Dankbarkeit zusammen. Allah gebührt das, dass man ihn lobt und dass man ihm dankt für die Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Und er ist der Herr von allen Welten, subhanahu wa ta'ala. Auch Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Tabarakallahu Rabbul Alamin. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala Tabarak, das wird Taqaddas, segenreich ist Allah, der Herr aller Welten. Alles, was außer Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist Geschöpf. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Herr aller Geschöpfe subhanahu wa ta'ala. Wie ich schon gesagt habe, ich möchte nicht viel machen. Es ist mir genug, dass ihr diese drei Fragen lernt. Für das nächste Mal, inshallah. Und dann werde ich euch abfragen. Nach diesen drei Fragen. Und es kann sein auch, dass wir die anderen Fragen nochmal nachfragen. Barakallahu fikum, als Wiederholung. Das heißt, heute haben wir 17, 18, 19 genommen. Und zwar, was sind die drei Grundlagen, die jeder Mensch kennen sollte oder muss? Erstmal die Kenntnis über Allah, Kenntnis über den Islam und Kenntnis über den Propheten. Nummer 18, wer ist dein Herr? Mein Herr ist Allah subhanahu wa ta'ala, der alles erschaffen hat, mich und alle Welten, und er hat uns wachsen lassen mit seinen Gaben, und er ist derjenige, den ich anbete. Es gibt keinen Anbetungswürdigen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist der Beweis? Der Beweis ist Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tabarakallahu Rabbul Alamin. Das sind Beweise, dass Allah subhanahu wa ta'ala selber bestätigt, dass er alles erschaffen hat und dass er subhanahu wa ta'ala alles versorgt und dass er über alles verfügt, subhanahu wa ta'ala. Hier stoppen wir, inshallah. Das nächste Mal dann nehmen wir, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, die Frage Nummer 20. Frage Nummer 20. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen.